Grafiken in Word einfügen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kanal Playlist Grafikbearbeitung in Word 2010. Ja, um in Word Grafiken einzufügen, geht man hier auf die Registerkarte einfügen. Und hier haben wir auch schon die Grafik. Und hier sind Beispielbilder, die man hier einfügen kann. Ich nehme mal die Wüste, klicke dann auf Einfügen. Und schon ist das Bild an der Stelle, wo man den Cursor vorher positioniert hatte. Wenn man das Bild ganz klein macht, merkt man schnell, dieses Bild verhält sich so wie ein Buchstabe. Also wie ein kleiner Buchstabe, wenn ich das jetzt klein mache. An der Stelle war der Cursor, an der Stelle ist auch das Bild drin. Ich mache das mal wieder groß und diese Grafik wollen wir ja eigentlich so positionieren, dass der Text drumherum fließt oder dass er hinter dem Text oder vor dem Text ist. Machen wir erstmal die Grundeinstellung. Sobald wir auf die Grafik klicken, haben wir hier oben die Bildtools. Wenn man das Element nicht aktiviert, also wenn man hier außerhalb klickt, dann ist diese Grafikfläche nicht zu sehen. Wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich diesen Reiter Bildtools Format und hier kann ich die Grafik entsprechend verändern. So, wenn es jetzt um den Textfluss geht, dann brauche ich hier diese Schaltfläche mit dem kleinen Hündchen. Im neuen Word ist jetzt so eine kleine Brücke. Hier ist es noch ein Hündchen, das war die letzten Jahre so. Und hier kann ich drauf gehen und kann mir jetzt verschiedene Optionen aussuchen. In dem Fall Quadrat, naja, da sieht man nicht viel, weil ja das Bild auch schon rechteckig war, aber man sieht jetzt, der Text fließt drumherum. Wenn ich das noch ein bisschen kleiner mache, dann sieht man das etwas besser. Ich kann es auch hier an den Rand rausziehen und dann habe ich hier eine schöne Position von diesem Bild gewählt. Ich kann natürlich noch andere Möglichkeiten des Textflusses auswählen. Bei passend, wenn ich jetzt eine Form hätte, ich zeige das nachher nochmal mit dem Clipart, dann würde der Text genau bis zu dieser Form laufen. Hier gibt es noch zwei Möglichkeiten. Einmal hinter den Text. Jetzt ist es natürlich schwierig, nochmal an den Text ranzukommen. Wenn man den nochmal haben möchte, dann brauche ich auch hier unser Markieren-Werkzeug unter Start Objekte markieren und dann kann ich auch hier wieder auf die Grafik draufklicken. Und hier wird die Möglichkeit, das Ganze vor dem Text zu formatieren. Allerdings ist natürlich halt der Text dann entsprechend nicht sichtbar. Die zweite Möglichkeit unter Einfügen findet man hier auch Cliparts. Und hier kann man dann nach Begriffen suchen. Also hier bei Grafik greift man praktisch auf den Bilderordner zu oder auf Bilder, die gespeichert sind. Und hier mit dem Clipart-Tool, da kann ich jetzt bestimmte Dinge suchen. Also wenn ich jetzt hier mal eingebe, Auto, na, da drüben brauche ich es, also Auto, sucht danach, dann habe ich hier das Clipart-Auto, sage hier einfügen und wenn ich hier jetzt auf den Zeilenumbruch gehe, passend, dann passt sich dieser Text auch entsprechend den Konturen dieses Autos an.